Wenn es einen Menschen gibt, den wir ruhigen Gewissens nicht nur einfach Beziehungstäter, sondern viel treffender Beziehungstöter nennen dürfen, dann ist das der maligne Narzisst. Der maligne Narzissmus repräsentiert eine extreme Ausprägung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die durch besonders destruktive und bösartige Verhaltensweisen gekennzeichnet ist. Oft wird der maligne Narzissmus auch als bösartiger Narzissmus bezeichnet. Bösartig ist einfach die Übersetzung des lateinischen Wortes maligne. Ich bin Professor Oschok Riem und heute befassen wir uns gemeinsam mit der gefährlichsten Form des Narzissmus. Das Wissen über malignen Narzissmus ist besonders wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen. Frühzeitig zu erkennen, ob ein Partner oder eine nahestehende Person an dieser Störung leidet, ermöglicht es, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und sich vor möglichen emotionalen oder physischen Schäden zu schützen. Das ist besonders wichtig, weil vom bösartigen Narzissmus eine gewaltige Gefahr für ihre körperliche Unversehrtheit ausgeht. Menschen, die in Beziehung mit einem malignen Narzissten stehen, können oft auch Opfer emotionalen Missbrauchs und Manipulation werden. Wissen über diese Persönlichkeitsstörung ist entscheidend, um sich selbst zu schützen, Grenzen zu setzen und sich auf die eigene psychische Gesundheit zu konzentrieren. Der maligne Narzissmus unterscheidet sich von der klassischen narzisstischen Persönlichkeitsstörung durch seine extremen und schädlichen Merkmale. Betroffene neigen dazu, ein übermäßiges Maß an Selbstwertgefühl zu zeigen, an Grandiosität zu zeigen. Das Ganze begleitet von einem ausgeprägten Mangel an Empathie und einem starken Verlangen nach Bewunderung. Im malignen Narzissmus werden diese Eigenschaften jedoch auf eine besonders destruktive und manipulative Weise ausgelebt. Da haben wir, und das ist der größte Unterschied, Sadismus und Empathiemangel. Der maligne Narzisst empfindet häufig Freude daran, andere zu quälen oder zu erniedrigen. Sadistische Neigungen treten deutlich zutage und der Empathiemangel verstärkt die Bereitschaft, andere für persönlichen Gewinn auszunutzen. Dabei ist zu beachten, dass der Sadismus beim malignen Narzissten ich-synton ist. Das heißt, das sadistische Verhalten ist im Einklang mit dem Selbstbild und bewusst. Also nichts mit schlechtem Gewissen oder so. Beispiel für einen Empathiemangel. Tom und Sarah, Sie kennen ja die beiden schon, sind in einer Beziehung. Eines Tages erlebt Sarah einen beruflichen Rückschlag. Anstatt Mitgefühl zu zeigen, spielt Tom ihre Schwächen herunter und macht sich über ihre beruflichen Fähigkeiten lustig. Er scheint Freude daran zu empfinden, Sarah in ihrer Verletzlichkeit zu erniedrigen. Praxisbeispiel für Sadismus. Tom und Sarah sind seit einiger Zeit in einer Beziehung, die von Anfang an von Toms übermäßigen Selbstwertgefühl und seiner destruktiven Art geprägt ist. Eines Tages offenbart Sarah Tom, dass sich aufgrund von Stress und Druck am Arbeitsplatz fühlt sie sich überfordert. Anstatt empathisch zu reagieren oder Unterstützung anzubieten, reagiert Tom sadistisch. Er beginnt, Sarah verbal zu erniedrigen, indem er ihre Unsicherheiten und Ängste ausnutzt. Tom spielt ihre beruflichen Herausforderungen herunter und beschuldigt sie, inkompetent zu sein. Er genießt offensichtlich ihre Verletzlichkeit und versucht, sie weiter zu demoralisieren, um seine eigene übertriebene Macht und Kontrolle zu festigen. In einem besonders sadistischen Akt könnte Tom auch versuchen, Sarah gezielt zu demütigen, indem er vertrauliche Informationen aus ihrer Vergangenheit gegen sie verwendet. Er zeigt keinerlei Reue für sein Verhalten, sondern er freut sich stattdessen daran, Sarah emotional zu quälen und zu manipulieren. Dieses Beispiel illustriert, wie der sadistische Aspekt des malignen Narzissmus dazu führen kann, dass der Betroffene Freude daran empfindet, andere gezielt zu erniedrigen und zu verletzen, um seine eigene Macht und Überlegenheit zu demonstrieren.
Solche Verhaltensmuster können nicht nur die emotionale Gesundheit der Betroffenen stark beeinträchtigen, sondern auch langfristige Auswirkungen auf Beziehungen haben. Es zeigt vor allen Dingen auch, dass Sadismus nicht beschränkt ist auf die Zufügung körperlichen Schmerzes, sondern eben auch eine starke psychische Dimension haben kann. Unser nächster Punkt sind manipulative Taktiken. Im Gegensatz zu eher subtilen Manipulationstechniken bei anderen Formen von Narzissmus setzt der maligne Narzissmus auf offene und aggressive Taktiken. Hierbei werden oft Lügen, Drogen und das Schüren von Angst eingesetzt, um die Kontrolle über andere zu gewinnen. Ein Praxisbeispiel für Sie. Tom und Sarah sind seit einiger Zeit zusammen und haben gemeinsame finanzielle Verpflichtungen. Also eine gemeinsame Haushaltskasse. Eines Tages erfährt Sarah, dass Tom große Geldbeträge für persönliche Ausgaben aus der gemeinsamen Kasse entnommen hat, ohne sie darüber zu informieren. Als Sarah ihn darauf anspricht, setzt Tom geschickt manipulative Taktiken ein, um die Situation zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Das können sein Lügen und Täuschung. Tom leugnet, dass er Geld entnommen hat und behauptet, dass Sarah die Finanzen falsch überprüft oder sich getäuscht haben muss. Er stellt sich als unschuldig dar und beschuldigt Sarah, paranoid oder übereifrig zu sein. Durch Lügen und Täuschung versucht er, von seinem Fehlverhalten abzulenken. Er könnte es mit Schuldzuweisung probieren. Statt Verantwortung zu übernehmen, schiebt Tom die Schuld auf Sarah. Er behauptet, dass ihre Ausgaben oder ihre Unachtsamkeit zu finanziellen Problemen geführt haben könnten. Durch diese Schuldzuweisung versucht er, Sarah ein schlechtes Gewissen zu machen und von seiner eigenen Verantwortung abzulenken. Er könnte auch versuchen, die Opferrolle einzunehmen. Tom wechselt geschickt in die Opferrolle. Er gibt vor, dass er unter Druck stehe und sich von Sarah nicht ausreichend unterstützt fühle. Indem er sich als das vermeintliche Opfer darstellt, versucht er, Sympathie zu erlangen und die Aufmerksamkeit von seinem Fehlverhalten abzulenken. Er kann auch zu Drohungen und Erpressung greifen. Um Sarah zum Schweigen zu bringen oder davon abzuhalten, das Problem weiter zu verfolgen, droht Tom mit Konsequenzen. Er erwähnt, dass er die Beziehung beenden könnte oder dass er Informationen preisgeben könnte, die Sarah schaden würden. Durch diese manipulativen Drohungen versucht er, Sarah zu kontrollieren. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Menschen mit malignem Narzissmus manipulative Taktiken einsetzen können, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, die Verantwortung zu vermeiden und andere zu kontrollieren. Solche Verhaltensweisen können das Vertrauen in einer Beziehung radikal zerstören und die betroffene Person in einen Zustand der Verwirrung und Unsicherheit versetzen. Ein nächster großer Punkt, der malignen Narzissmus ausmacht, ist das Thema unberechenbare Aggression. Maligne Narzissten neigen dazu, eine unvorhersehbare und extreme Aggressivität an den Tag zu legen. Diese kann verbal, emotional oder sogar physisch sein. Konflikte werden nicht auf konstruktive Weise gelöst, sondern durch das Durchsetzen der eigenen Interessen auf Kosten anderer. Beispiel: Bei einem harmlosen Streit über Haushaltsaufgaben eskaliert die Situation schnell. Tom wird plötzlich extrem aggressiv, schreit Sarah an und wirft Gegenstände durch das Zimmer. Die Aggression ist unverhältnismäßig und für Sarah nicht vorhersehbar, was sie in Angst und Schrecken versetzt. Stellen wir uns die Frage, wie kann denn maligner Narzissmus entstehen? Die Ursachen des malignen Narzissmus sind vielschichtig und können durch eine Kombination von genetischen, neurobiologischen, psychologischen und Umweltfaktoren beeinflusst werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die Forschung auf diesem Gebiet fortlaufend ist und die genauen Ursachen sind nicht in jedem Fall eindeutig feststellbar. Es gibt aber einige sowohl theoretische als auch durch Studien herausgefundene Ansätze und Erklärungen, die helfen können, die Entstehung des malignen Narzissmus zu verstehen. Genetische und neurobiologische Faktoren. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin,
dass genetische Veranlagungen und neurobiologische Faktoren eine Rolle bei der Entwicklung von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, einschließlich des malignen Narzissmus, spielen können. Es wird angenommen, dass bestimmte genetische Variationen und neurobiologische Unterschiede die Anfälligkeit für Persönlichkeitsstörungen erhöhen können. Ein gestörtes Zusammenspiel von Neurotransmittern im Gehirn könnte ebenfalls zu den charakteristischen Verhaltensweisen beitragen. Wir haben, und das ist einer der ganz, ganz wichtigen und entscheidenden Punkte, familiäre und Umweltfaktoren. Frühe traumatische Erfahrungen, insbesondere in der Kindheit, können eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des malignen Narzissmus spielen. Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch, übermäßige Bestrafung können dazu beitragen, dass sich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale manifestieren. Bei vielen Patienten mit malignem Narzissmus gibt es klare Berichte, dass sie als Kinder brutaler Aggression ihrer Eltern ausgesetzt waren. Sie waren in der frühen Kindheit schon Zeugen und Opfer von Gewalt. Sie quälen sich, weil sie auf ihre sadistischen und mächtigen Eltern angewiesen sind. Diese Qual wird zu Wut, Wut wird zu Hass und Hass wird auf andere projiziert und übertragen. Das führt zu einer weiteren Überhöhung des Bilds von mächtigen und sadistischen Menschen, die damit als sozusagen Role Model dienen, also ein Ideal sind, weil die sind erfolgreich, während potenziell gute Menschen als schwach verachtet werden. So entsteht der sadistische Tyrann. Wir haben auch einen Aspekt der fehlenden emotionalen Regulation. Ein häufiges Merkmal bei Menschen mit malignem Narzissmus ist die eingeschränkte Fähigkeit zur emotionalen Regulation. Diese Schwierigkeiten können auf eine unzureichende emotionale Erziehung in der Kindheit zurückzuführen sein. Kinder, die nicht lernen, ihre Gefühle angemessen auszudrücken und zu verstehen, könnten im Laufe der Zeit destruktive Bewältigungsmechanismen entwickeln, die sich als narzisstische Persönlichkeitsstörung manifestieren können. Wir haben eigentlich schon typisch Selbstwertprobleme und Komplexität. Maligne Narzissten leiden oft unter tief verwurzelten Selbstwertproblemen. Das kennen wir von den in Anführungszeichen normalen narzisstischen Bildern auch. Wie Sie erfahren haben, können diese also aus einer Kombination genetischer Faktoren, frühkindliche Traumata, auch anhaltende Umweltbelastungen können dazu beitragen. Das Streben nach einem übermäßigen Selbstwertgefühl, gepaart mit einem Mangel an innerer Sicherheit, kann dazu führen, dass Betroffene ihre Mitmenschen manipulieren und erniedrigen, um ihre eigene fragile Selbstwahrnehmung zu schützen. Die Beziehung zu einem Partner, der an malignem Narzissmus leidet, kann äußerst herausfordernd und belastend sein. Es ist wichtig zu beachten, dass die Empfehlungen, die ich Ihnen gleich geben werde, allgemeiner Natur sind und nicht zwingend spezifisch für jeden Einzelfall anwendbar sind. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte Beratung. Die goldene Empfehlung, der Goldstandard der Empfehlungen sozusagen, ist, wenn Sie es mit einem malignen Narzissten zu tun haben, rennen Sie weg. Und wenn Sie der Meinung sind, Sie sind weit genug weggerannt, dann rennen Sie die doppelte Strecke nochmal. Sie haben ja jetzt erfahren, wie Sadismus, unberechenbare Aggression, wesentliche Kernmerkmale des malignen Narzissmus sind. Es kommt zu Gewalt. Der maligne Narzisst ist nicht in der Lage, im Zweifelsfall eigene Grenzen zu beachten oder zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das heißt, sie haben eine beständige Gefahr für Leib und Leben, nicht nur für ihre psychische Gesundheit. Deshalb, wenn Sie es mit einem malignen Narzissten zu tun haben, nehmen Sie Reißaus. Das ist meine goldene Empfehlung. Ansonsten achten Sie auch darauf, auf Ihr eigenes Wohlbefinden. Setzen Sie klare Grenzen, um sich vor emotionaler oder physischer Misshandlung zu schützen.
insbesondere physische Misshandlung. Für mich, aus meiner Warte, aus meiner Perspektive, ist emotionale Misshandlung schon eine rote Flagge in jeder Beziehung. Kommt es zu physischen Misshandlungen, ist meines Erachtens alles zu spät. Und die Beziehung hat keine Begründung. Um solche Situationen zu vermeiden, ziehen Sie sich aus belastenden Konversationen zurück. Beenden Sie die Beziehung, schaffen Sie Distanz. Wichtig ist auch, dass Sie ein Verständnis der Störung entwickeln, indem Sie sich über die Charakteristika und Verhaltensmuster des malignen Narzissmus in der Tiefe auch informieren. Das kann Ihnen helfen, das Verhalten Ihres Partners besser zu verstehen und ein Stück weit auch vorherzusehen. Das heißt, Sie erkennen dann frühzeitig, jetzt fängt eine Eskalationsspirale an. Besser, vielleicht kann ich noch was runterregulieren oder ich kann mich entziehen, aber auf jeden Fall werde ich nicht zur Zielscheibe. In ruhigen Minuten können Sie versuchen, klar und direkt zu kommunizieren und zu versuchen, Konflikte zu vermeiden. Mit einem malignen Narzissten ist es schwierig, weil diese Unberechenbarkeit bei Aggression dazukommt. Sie können aber versuchen, ohne dass es zu Missverständnissen kommt, Ihre Gefühle und Bedürfnisse irgendwie auszudrücken. Dabei dürfen Sie sich aber natürlich dann nicht auf Manipulation oder Schuldzuweisung einlassen. Sie sollten sich immer Hilfe von Freunden, Familienmitgliedern oder professionellen Beratern, wie ich es einer bin, suchen. Es ist ganz wichtig, dass Sie ein unterstützendes Netzwerk haben, das Sie in schwierigen Zeiten stärkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist meines Erachtens die Selbstpflege. Konzentrieren Sie sich auf Ihre eigene Selbstpflege und emotionale Gesundheit. Sie sind Numero Uno. Und das müssen Sie auch in diesem Fall sein. Das ist nicht egoistisch, sondern das ist gelebter Selbstschutz und praktizierter Selbstschutz. Das heißt, unternehmen Sie Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten. Sorgen Sie bitte für regelmäßige Bewegung, sorgen Sie für ausreichend Schlaf, machen Sie Entspannungsübungen. Und erkennen Sie auch Grenzen der Veränderung. Was meine ich damit? Seien Sie sich bewusst, dass Menschen mit malignem Narzissmus oft keine Einsicht in ihre Störung haben und sich wenig ändern möchten. Sie müssen akzeptieren, dass Sie die Handlungen und Überzeugungen Ihres Partners nicht zwangsläufig beeinflussen können. Das heißt, wenn Sie erkannt haben, dass Sie nichts bei Ihrem Partner verändern können, egal wie Sie sich geben, ist ja eine Frage, sind Sie glücklich? Können Sie so ein Leben lang weitermachen? Oder ist es besser, dass Sie eine Entscheidung für die Zukunft treffen? Und zwar für eine Zukunft mit einer glücklichen und gelingenden Beziehung. Mit einem Beziehungspartner, der Sie wertschätzt und liebt. Es kommt früher oder später zu einem Punkt, wo Sie erkennen werden, dass die Beziehung dauerhaft schädlich für Sie ist. Und dass Sie entsprechend keine positiven Veränderungen herbeisehnen können, herbeiwünschen können und dass Sie auch nicht absehbar sind. Und dann müssen Sie eine schwierige Entscheidung treffen, die da heißt, Beziehung beenden. Aber denken Sie mal, Ihr eigenes Wohl sollte stets Priorität haben. Auch dort können Sie sich Hilfe suchen, sei es in Ihrem Umfeld, sei es durch Fachleute, damit Sie angemessen unterstützt werden, entsprechende Strategien zu entwickeln, um mit den Herausforderungen umzugehen. Der maligne Narzissmus, man kann es nicht deutlich genug sagen, ist eine ernste, destruktive Form der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Es ist die gefährlichste Form der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Es ist eine Form, die tatsächlich eine Gefahr für Ihr Leben darstellt. Das Ganze hat natürlich tiefe Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen
und auch ihres sozialen Umfelds. Der maligne Narzissmus kombiniert zwei Sachen. Wir haben hier einmal das Störungsbild der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, soweit bekannt. Wir haben aber auch Komponenten einer antisozialen Persönlichkeitsstörung dabei, ne? Wie eben Aggression, wie eben Sadismus. Das ergibt in der Gemengelage eine brandgefährliche Mischung. Der muss man sich entziehen. Und dazu möchte ich Sie ermuntern. Alles andere macht keinen Sinn. Ich freue mich, dass Sie auch wieder dieses Video geschaut haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen hoch. Geben Sie mir Ihr Feedback in den Kommentaren. Auch wenn es um Ihre Erfahrungen geht, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen tatsächlich das große Pech und Leid gehabt, auf einen malignen Narzissten in seiner Beziehungsführung zu stoßen. Falls Sie noch nicht Abonnent dieses Kanals sind, werden Sie es doch, dann verpassen Sie auch nicht weitere wertvolle Hinweise aus der Welt der Psychologie und zum Narzissmus. Bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund, Ihr Professor Ashok Riem.